Hallo Leute, willkommen bei diesem Survival-Tutorial-Video. In diesem Video zeige ich euch, wie man einen Baum fällt. Wir haben zwar in anderen Tutorial-Videos schon Bäume gefällt, aber diesmal will ich einfach ein bisschen genauer auf das Baumfällen eingehen. Hier diese jugendlichen Kokosnusspalmen sind typische Bäume, die gefällt werden können und sollten, wenn man das Material braucht. Hier so ein großer Kokosnussbaum, würde ich eher von abraten, den zu fällen, weil da wachsen Kokosnüsse drauf und die braucht man. Die Bananenbäume sind nicht sehr ergiebig, also die Blätter sind schon ganz gut zum Hausbau, aber der Stamm eher nicht und man kann die Blätter nur einzeln tragen. Und dann haben wir noch diese Fächerpalmen, das sind die mit den runden Blättern, die wir bei dem Seilherstellen gefällt haben. Und die braucht man, um Holz zu kriegen, schlecht transportierbares Blattmaterial und natürlich Fasern. Und wenn man zum Hausbau Palmwedel braucht und Holz, ist diese jugendliche Kokosnusspalme eigentlich fast das Beste. Darum nehmen wir jetzt so eine. So, und besonders gut als Werkzeug eignet sich eigentlich die Handaxt. Also, nee, die Stielaxt. Also, das kleine Beil, das man in einer Hand halten kann. So, und jetzt haust du hier einfach mal auf den Stamm ein. Es geht erstaunlich schnell. Also, selbst wenn man eine große Kokosnusspalme fährt. Achtung, geh mal zur Seite. Ja, ich glaube, es passiert einem nichts, aber ich habe immer gern einen Finger auf der Taste, dass er abhauen kann. Jetzt kann man die nicht einfach so wegtragen. Den Stamm muss man normalerweise in mehrere Stücke zerhacken, je nachdem, wie groß der Baum ist. Das hier könnt ihr jetzt schon tragen. Und dieses hier muss er auch zerhacken. So. Und hier hackt er schon an den Blättern. Man muss auch die Blätter abhacken. Denn so wie sie sind, hier diese stehenden, mit denen kann er überhaupt nichts anfangen. Erst wenn sie so liegen, kann man was damit anfangen. Die liegenden räume ich gerne gleich schon mal aus dem Weg. So, nehmen mit Q, nehmen mit E und mit Q dann wohin legen. So, und man könnte die dann gleich stapeln. Da gibt es hier dieses Kastenpfeil-Symbol und da legt man das mit Q rein und dann kriegt man einen Stapel von diesen Blättern und die kann man gut transportieren. Jetzt hast du freie Bahn zum Weiterhacken. Ah, und ich lege die Blätter deshalb weg, weil sonst hacken die gerne auf den Blättern rum und machen die kaputt. So, jetzt muss man hier noch die Spitze abhacken. Und die Blätter vom Stamm hauen. Ah, hier sind wieder Blätter lose. Die stapeln wir hier gleich mal rein. Es dauert dann oft ein bisschen länger, wenn man das sorgfältig macht. Aber man hat nicht so viel Verlust an Blättern. Mit den klein gehackten Blättern kann man zwar Rucksäcke bauen, aber die muss man dann auch umständlich transportieren. So. Gut, jetzt haben wir alle Stöcke beisammen und jetzt muss man hier noch die Blätter in Einzelteile zerhäckseln. Okay, da lohnt sich jetzt schon mit zwei Händen die zu nehmen und zu stapeln. Immer mit Q hier rein stapeln. Und in so einen Blätterstapel passen sehr viele Palmwedel rein. Meistens hat man bei so einem Baum, kriegt man einen Stapel zusammen, wo sogar noch mehr reinpassen würde. So, jetzt gehst du wieder hin, holst dir mit der Taste 2 deine Axt und zerhackst die letzten beiden Blätter. So, jetzt sind die erst in greifbarer Form. Dann nimmst du dir die, so, und gehst ein Stückchen da drüber, um die da noch reinzustapeln. Und hier auch. So.
Und das Fellprinzip ist bei allen Bäumen das gleiche, so das Grundprinzip. Jetzt nimmst du dir hier die Holzstöcke in zwei Hände. Bei dicken Bäumen kriegt man natürlich dickere Stämme. Die muss man dann, um sie tragen zu können, nochmal zerhacken und so weiter. Und diese dünnen hier, die kann man auch schön zusammenstapeln. So. Jawohl, das kann man dann auch in einem Rutsch tragen. Und wer will, kann auch noch diesen Stamm zerhacken. Das gibt dann kleines Feuerholz. Aber das ist ein bisschen umständlich, das zu transportieren. Aber hier sieht man den Stapel. Da kann man dann schon eine halbe Nacht mit einem Feuer betreiben. Jetzt nehmen wir mal die anderen Sachen mit runter. Hier, das da. Und da das nicht so viel ist, kann er sogar noch laufen. Das legen wir hier mal zum Feuerplatz. Denn viel Feuermaterial hat er hier bisher noch nicht. So, und jetzt rennen wir hier wieder hoch. Und holen die Blätter ab. Wo sind sie? Da sind sie. Okay. Und mit den Blättern machen wir in den nächsten Videos dann Klamotten. Okay, so viel zum Baumfällen. Gut, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.